Moin moin und herzlich willkommen zu dieser Folge im Neulingsdojo. Und heute geht es mal so ein bisschen um das Interface in World of Warcraft. Was du noch ein bisschen mehr rausholen kannst aus dem Interface. Vor allen Dingen aber auch, wie du dir ein anderes Interface installieren kannst. Das zeige ich dir in diesem Video. Also bleib dran. Ja, man kennt es, man ist in World of Warcraft unterwegs und huch, der hat ja ein ganz anderes Interface als ich. Das sieht ja ganz anders aus. Das ist eine Interface-Modifikation, so kann das ausschauen, so muss es nicht ausschauen. Also du kannst dir das im Grunde genommen so hinbauen, wie du möchtest. Du kannst aber auch mit dem Standard-Interface spielen. Gerade weil das Standard-Interface so den einen oder anderen Fallstrick hat, ist es so, rate ich dir auch eher davon ab. Je nachdem, wenn du einen großen Monitor hast, ist es etwas kritischer sogar. Wenn du einen kleinen Monitor hast, dann kann man damit natürlich auch spielen. Es reicht auch, um das Spiel erstmal kennenzulernen. Aber warum sind Interface-Modifikationen so wichtig? Man kann einfach viel, viel mehr sehen, wenn man ein Interface-Mod benutzt. Bei mir ist es Elf-User-Interface, oder ja, doch genau, Elf-User-Interface, und das, ihr seht mehrere Elemente, natürlich diese ganzen Buttons. Oh mein Gott, wie kann man sich das merken, warum, wie funktioniert das und wie kriege ich das überhaupt hin, weil ich habe ja gar nichts am Anfang. Also das Standard-Interface ist tatsächlich leer. Du hast es ja schon mal gesehen, falls du dich inzwischen eingeloggt hast. Aber diese Interface-Modifikation, Elf-User-Interface, ist auch riesengroß. Da habe ich auch nochmal ein extra Video zu gemacht, wie man sich das installiert und wie man das machen kann. Das verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung, damit du dir das dort auch installieren kannst und mal angucken kannst. Ich empfehle das nur. Du kannst natürlich aber auch mit dem Standard-Interface spielen. Bei mir ist es so, ich habe mehrere Sachen. Jetzt habe ich ein Ziel anvisiert. Ich habe halt alles direkt auf einer in einer Reichweite und nicht auf zwei langen Leisten unten versteckt und kaum Zugriff drauf. Ich habe den Chat hier direkt hinter mir. Ich kann direkt sehen, wie viel Schaden ich mache. Ich kann auf der Minimap habe ich meine ganzen Symbole und ich kann natürlich auch das eine oder andere über Shortcuts erreichen. Das lernt man auch im Laufe der Zeit, wie man diese Shortcuts benutzen kann. Warum macht es noch zusätzlich Sinn, sich eine solche Interface-Modifikation zu installieren? Ja, es ist ganz einfach so, dass es einfach schicker ausschaut, muss man sagen. Selbst wenn ich jetzt hier auf meine Berufe gehe, das hat halt ein bisschen ein schöneres Interface halt einfach. Das wirkt etwas stimmiger. Das WoW-Interface ist schon sehr alt. Das gab es schon vor 16 Jahren. Und ich glaube, das kann schon einen richtig annerven, wenn man das benutzt. Deswegen mache ich auch dieses Video gerade auch im Neulingsdojo. Das Elf-User-Interface, das wäre eine Variante. Es gibt aber noch viele andere. Da gibt es Interfaces, die heißen VUI. Fui, das ist ein Minimalisten-Interface. Es gibt Guild Wars 2-Interfaces, es gibt ESO-Interfaces, also Interfaces aus anderen MMOs, wie eben halt dort die Buttons alle ausschauen, beziehungsweise wie viele Knöpfe man hat und einfach von der, wie das es halt schick ist. Elf-User-Interface ist mein Tipp an euch, wie du das installierst. Wie gesagt, siehst du in der Videobeschreibung, da poste ich den Link rein, weil ich persönlich finde das ganz cool. Und so hast du die Möglichkeit, halt auch alle deine Fähigkeiten zentral zu haben, weil das sind die, du wirst am Anfang entweder klicken oder vielleicht auch die Tasten schon benutzen. Nichtsdestotrotz, du hast das alles hier direkt einmal vor Ort, kannst einmal drauf drücken und schon bist du da unterwegs. Du hast auch hier an der Stelle, ich sehe jetzt zum Beispiel auf einen Blick, ah, alles klar, meine Sachen sind nicht verzaubert. Weiß Schande über mich, aber die Sachen, also das sehe ich mit einem Blick, das dann habe ich natürlich noch weitere, ich habe eine bessere Statuszusammenfassung und so, das sieht halt einfach schick aus, ich habe ein detaillierteres Item-Level, ich kann genau sehen, wo ich gerade stehe und wo nicht, also da gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du benutzt das Standard-Interface oder du benutzt das Interface quasi Elf-User-Interface oder ein vergleichbares. Ich persönlich verwende auch hier in den Guides dieses Interface. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich konnte dir ein bisschen Einblick geben, dass du mehrere Sachen über das Interface gelernt hast.
im nächsten Video schauen wir uns mal an, was für Elemente in meinem Interface drin sind und was für eine Bedeutung die haben, damit du da auch in folgenden Guides ganz gut folgen kannst. Klang jetzt so aneinandergereiht, aber vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wir sehen uns im nächsten Video. Falls du kein Video mehr verpassen möchtest, einfach da oben den Kanal abonnieren, coole Sache draufdrücken, Glocke aktivieren, dann kriegst du immer wieder ein neues Video, was ich hochgeladen habe. Und auf der Seite siehst du einen neuen Videovorschlag und auf der Seite da drüben habe ich alle Videos in einer praktischen Playlist zusammengefasst. Schau es dir einfach mal an, ich würde mich darüber sehr freuen.